Ja. Willi? Ja, ich komme dir gleich helfen. Ja. Der Willi will seine Helene Fischer-Platten wegschmeißen. Ja, Udo Lindenberg auch. Herbert Grönemeyer haben wir schon vor 10 Jahren weggeschmissen. Ja, Pink Floyd kannst du behalten. Das ist genauso ein Schwurbelnazi wie wir. Ja, du willst doch wohl nicht mit den toten Hosen im Auto erwischt werden. Auch nicht in unserem Alter, oder? Ja, und was bleibt? Der Wendler, nicht? Also sonst, oder selber singen, nicht? Ja, also es ist wie früher, nicht? Ich kenne ja auch noch, ne? Dienstagabend gibt es Dallas, Dallas oder nichts, ne? Jetzt ist es irgendwie Wendler oder nichts, ne? Was anderes kannst du nicht nehmen. Oder du singst am besten dann wahrscheinlich lieber selber, also ich persönlich jedenfalls, aber ist ganz egal, nicht? Ansonsten ist ja nichts mehr über, nicht? Also heutzutage ist es ja auch viel einfacher, sich irgendwie, schleiß den mal weg, sonst fällt mir noch runter, nicht? Also ist es ja auch viel einfacher, Geld zu verdienen mit dem Verkauf des richtigen Narrativs, ne? Also mehr als mit Singen. Verkauf das richtige Narrativ und alles ist gut, nicht? Kennt ihr das noch? Ich kauf mir was. Kauf macht so viel Spaß. Ich könnte ständig kaufen gehen. Kaufen ist wunderschön. Ich kauf, was ist egal? Ich kauf, was ist egal? Ja, Herbert Grönemeyer, nicht? Er ist jetzt ja out, aber wie gesagt, damals hat man das so gesungen, nicht? Das war ein großer Hit von ihm, ne? Also wie gesagt, aber so sehen die Eliten das ja auch, nicht? Also die kaufen, bis der Arzt kommt, nicht? Also die kaufen sich irgendwie Beteiligung an Impffabriken, nicht? Und kriegen dann noch staatliche Zuschüsse dazu. Dann kaufen sie sich Häuser auf Inseln, die eigentlich vom Klimawandel hinweggerafft werden sein sollten, nicht? Dann rennen sie irgendwie los und kaufen sich irgendwie Bauernhöfe und Land, um irgendwie, ja, uns zu versorgen, nicht? Und dann kaufen sie nebenher noch mal so ein Stars und Sternchen, die dann irgendwie was, das ist ja dann wirklich ein Witz, das ist ja wirklich, das ist ja pappalapapp, das ist ja eigentlich gar nichts. Das ist, fällt einfach so hinten runter. Und ich glaube, wenn man alle auf einmal kauft, wird das irgendwie auch günstiger, nicht? Also so ein Gesamtpaket, nicht? Kannst du ja irgendwie aussuchen, so die Altersgruppe willst du haben oder nur Frauen oder nur Männer oder nur Bands oder nur Einzel oder alles zusammen und dann wird es irgendwie noch billiger, nicht? Also ist ja ganz toll, nicht? Das hat bei Corona ja auch schon gut geklappt, nicht? Also da wurde ja auch dann und dann hat jeder da das Gleiche erzählt, nicht? All hands on deck und wir müssen jetzt alle und impfen und ganz toll und ansonsten seid ihr ein eitriger Blinder, hat alles wunderbar geklappt, dann machen sie das ja wieder, nicht? Also das hat beim Klima auch gut geklappt und jetzt klappt es natürlich richtig, nicht? Also wie gesagt, was ich mache, will ich erzähle hier was und mache Maintenance. Der Maintenance hier, Rose und Kollagen, vegane, cruelty-free, freie Maske, wenn ich die mal hier aus der Packung kriege. Ja. Ja, willst du, dass ich ende wie die Agnes? Ich habe nicht so einen Spiegel wie der Dorian Gray. Ja, also der Willi, nicht? Also ich meine, man muss sich auch mal ein bisschen Mühe geben, nicht? Und der Willi hat ja, da hast du recht, Willi. Man kriegt im Alter nämlich das Gesicht, das man sich erarbeitet hat, nicht? Und da hat der Willi gesagt, ich brauche überhaupt gar nicht so eine Maske, weil ich werde halt immer hübscher, nicht? Aber ich glaube, das liegt daran, dass der Willi eigentlich blind ist. Aber wenigstens ist der Willi insgesamt blind und nicht irgendwie nur auf dem linken Auge wie sein Chef. Sein Chef hat nämlich jetzt erzählt, also der wird ja auch mal, ihr kennt ja Willis Chef, ne? Also der hat ja schon Sachen, aber jetzt wird es ja richtig gut, nicht? Er hat letztens erzählt oder gesagt seinen Mitarbeitern, wer jetzt irgendwie auf die Demo gegen rechts geht, der kriegt 4 Stunden Arbeit bezahlt. Ja, kriegt er bezahlt, nicht? Und da hat Willi gesagt, ob er auch auf die Bauerndemo gehen kann. Da hat der Chef gesagt, er bezahlt doch nicht für eine rechtsradikale Nazi-Bauerndemo. Entweder Demo gegen rechts oder gar nichts, nicht? Also das hat er gesagt. Und der Willi hat gesagt, da kann er aber nicht mit. Das sieht er einfach gar nicht ein. Also denn, nee, also entweder, ne, er darf sich das aussuchen oder nicht. Das ist ja schließlich Demokratie, nicht? Und demonstrieren, da muss man ja für seine Meinung demonstrieren und nicht für das, was einem gesagt wird. Da hat der Chef gesagt, das ist ja wohl das ganz Neueste. Also irgendwann ist ja auch mal Schluss, dass jeder für das demonstrieren kann, wo er will. Oder von dem, was er überzeugt ist, nicht? Da wird gesagt, wofür demonstriert wird und dann geht man los. Und wenn er jetzt auch noch 4 Stunden bezahlt bekommt, dann ist es ja wohl ganz klar, dass er auf diese Demo geht. Ja, also der Willi, also sein Chef hat. Ja, ich erzähle nur was. Ja, okay. Also wie gesagt, der Chef vom Willi hat ja auch gesagt, der Willi kann überhaupt froh sein, dass er überhaupt noch einen Job hat. Nicht? Also der Willi ist ja immer so ein Querulant, egal um welches Thema. Also egal. Also nie ist er irgendwie einer Meinung mit der Regierung. Nicht? Früher war das irgendwie so ein Zeichen von, ja, von was Gutem, nicht? Wenn du nie einer Meinung mit der Regierung warst. Heute musst du immer mit der Regierung einer Meinung sein, dann bist du gut und richtig und die anderen sind alle falsch. Weil wir haben die beste Regierung aller Zeiten, also im besten Deutschland, das wir hier hatten. Nicht? Also das ist einfach alles so toll, dass man das toll finden muss. Und wenn man es nicht toll findet, dann ist man halt scheiße. Nicht? Also wie gesagt, und der Willi hat ja schon damals an die Pandemie nicht geglaubt und hat noch nicht mal Corona bekommen, nicht? Und dann hat er irgendwie, ich weiß auch nicht, dann ist der vegan, obwohl er nicht an den Klimawandel glaubt, nicht? Das passt ja nicht zusammen. Man darf ja nur vegan essen, wenn man an den Klimawandel glaubt. Ansonsten nicht. Wenn man das für die Tiere macht und für die Umwelt, ist das scheiße. Man muss das machen für den Klimawandel, ob man den Klimawandel glaubt oder nicht. Also das hat er nicht gemacht, nicht? Und dann wollte er nicht mal die Firma gendern, nicht? Also die Firma heißt Müllemann und Söhne, nicht? Jetzt solltet ihr irgendwie Müllemensch und Söhninnen heißen. Das wollte Willi nicht machen. Hat er nicht eingesehen. Was soll das? Nicht? Hat er gesagt, da muss er wenigstens die Pronomen richtig benutzen. Ne? Und überhaupt müssen alle viel mehr divers sein. Und jetzt müssen sie auch irgendwie so ein Gemeinschaftsklo haben, damit da alle zusammen reingehen können. Der Willi hat gesagt, ihm ist das alles ganz egal. Nicht? Aber der Chef, wie gesagt, hat gesagt, das muss jetzt so sein, sonst gibt's Zoff. Nicht? Also ich komme hier irgendwie mit meinem Maintenance auch nicht so richtig weiter. Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Also, wie gesagt, der Willi ist ja nicht nur, es war ja noch viel schlimmer. Der Willi war letzte Woche dann auch wirklich auf Demo, nicht? Aber ohne Geld, also einfach so freiwillig aus purer Überzeugung, nicht? War der mit seinem palästinensischen Arbeitskollegen auf der Demo gegen Israel und gegen den Völkermord in Gaza.
Nicht? Also da haben sie so demonstriert. Ne? Also eigentlich ja gegen rechts. Ne? Weil wir haben ja alle gelesen, nicht? Also letztes Jahr schon, dieses Jahr ja schon wieder, stand auch bei der Tagesschau, ne? Dass die Regierung da in Israel, die Netanyahu-Regierung, dass die rechts sind. Nicht? Die sind rechts und ja, die benehmen sich auch so. Nicht? Ich meine, wie kann man sich eigentlich rechter benehmen? Nicht? Also das, was die Leute so unter rechts verstehen. Nicht? Also, weil der Willi hat ja auch gesagt, das ist ja alles totaler Mumpitz. Nicht? Rechte Nazis, das passt ja überhaupt nicht, nicht. Die Nazis waren auch links wegen Sozialisten, aber ganz egal. Also was jedenfalls da in Gaza irgendwie passiert, das ist ja wirklich rechts. Nicht? Also da passiert wirklich was. Also da wird was gemacht, da werden Leute umgebracht. Nee? Dafür müsste, also dagegen sollte man demonstrieren. Aber die Leute demonstrieren irgendwie lieber, weil sich irgendwo irgendjemand getroffen haben soll, um da irgendwas zu besprechen, was unser Olaf aber vorher auch schon irgendwie im Mainstream-Medien erzählt hat. Nicht? Also bei Stern oder Spiegel oder irgendwo. Nicht? Also wir müssen jetzt irgendwie im großen Stil abschieben. Nicht? Und jetzt sagen die das da auch, nennen das nur anders. Nicht? Also, aber so wie sie es da angeblich genannt haben sollen, haben sie es ja wohl gar nicht genannt. Da wurde jetzt von Korrektiv korrigiert. Nicht? Also die sollten sich mal selber irgendwie Überkorrektiv nennen, damit das Korrektiv über Korrektiv mal das Korrektiv korrigieren kann, weil das stimmt ja sowieso nichts. Aber wie gesagt, ganz egal. Ich bin schon wieder ganz erledigt. Also wie gesagt, die haben das ja gesagt, dass das so ist und deshalb, ja, deshalb müssen jetzt alle demonstrieren. Also gegen das, was vielleicht passieren könnte, weil irgendjemand das gesagt hat, nicht gegen das, was wirklich passiert. Weil es ist wahrscheinlich auch irgendwie zu schwierig, nicht? Also das irgendwie auch zu erkennen. Und außerdem, wenn man gegen Israel demonstriert, nicht, hat auch Willis Chef gesagt, dann ist man ein Antisemit. Dann hat der Willi versucht, ihm zu erklären, ja, ich erkläre das jetzt gerade, sei doch mal still. Nicht? Da hat der Willi versucht, ihm zu erklären, dass Antisemiten und Antizionisten was ganz anderes sind. Und Israel ist nicht Judentum und Judentum ist nicht Zionismus. Und das sind ganz verschiedene Paar Schuhe. Aber der Chef von Willi hat gesagt, das ist ihm völlig egal. Wer gegen Israel ist und wer gegen das, der ist Nazi. Nicht? Der ist Nazi und dann ist es halt so, da kommt man nicht drüber weg. Nicht? Also wie gesagt, so ist das jetzt insgesamt. Und jetzt habe ich auch noch was im Auge. Man braucht auch keinem irgendwas. Man braucht keinem was erklären, kapiert ja sowieso keiner was. Nicht? Also kapiert überhaupt keiner was. Ja, Willi, euch mitkommen? Ja, da komme ich mit. Ich gehe mit Willi auf Demo. Nazis gegen rechts.